Ah, oh Mann, säumen Sie schon wieder. Ja. Wir wollten uns doch erst heute Nachmittag beim Auto treffen. Ja, aber haben Sie schon mal das gesehen hier? Sie läuft rückwärts. Ja, ist doch toll. Was heißt das? Ja, endlich mal gespart. Das sieht so aus. In Wirklichkeit stimmt's aber nicht. Denn die Steuerzahler werden jedes Jahr höher belastet und die bezahlen den Schuldenabbau. Ich weiß, Solms, kalte Progression und so weiter. Ja, ist klar. Aber immerhin, sie läuft mal rückwärts. Ja, aber es bleibt zu wenig Geld für Investitionen und wenn die Wirtschaft einknickt, haben wir keine Reserven. Übrigens, Solms, kleine Anmerkung. Ich habe mit dem Hauser geguckt. Es gibt keinen Titel für Schuldentilgung. Das spricht natürlich für Ihre Annahme. Ja, und die Investitionen des Bundes gehen zurück. Und deswegen müsste er eigentlich Steuerentlastungen für die Unternehmen machen, damit sie investieren können. Und das findet nicht statt. Aber jetzt mal ehrlich, sonst, wenn Sie einmal nicht von Steuern reden, dann gebe ich einen aus. Was trinken Sie? Licherpilz natürlich. Naja, ich hatte was anderes gedacht, Wasser oder so. Aber das trinke ich dann nicht, mache noch Fastenzeit. Ja. Okay, wir sehen uns aber heute nachher. Abend? Ja. Ja, wir fahren zusammen. Fahren wir zusammen. Okay, jo, ciao. Tschüss. Wer macht sich denn da an meinem Auto zu schaffen? Das kann doch nicht wahr sein. Da muss ich mal gucken. Was, Fricke, Sie schon wieder? Ja, aber so was machen Sie an meinem Auto? Rußpartikelfilter austauschen. Sie wollen doch auch in der Stadt fahren und die Regierung hat gesagt, Austauschpartikel. Aber ich dachte, Sie wären gegen den Diesel. Jetzt bleibt das ja beim Diesel. Nein. Ich will nur den möglichst besten Diesel. Aber was die Regierung will, wissen wir doch gar nicht. Wir haben keine klaren Grenzwerte, wir wissen nicht, ob es Fahrverbote gibt, welche Autos noch zugelassen sind. Viele Autofahrer werden quasi kalt enteignet. Naja, aber es muss sich doch was ändern. Ja, aber zum Guten und nicht nur la polar. Naja. Ach, übrigens, zum Guten, Solms, wir müssen jetzt zum Flughafen. Und? Sie haben es nicht hingekriegt. Geben Sie es zu. Falsches Werkzeug. Ich hatte nur einen Engländer. Der Handwerker, Fricke, typisch. Ja, aber sonst kein Problem. Ich habe eine Lösung. Ja. Wir machen Carsharing. Kennen Sie mal nicht, aber ich erkläre Ihnen das. Doch, kenne ich doch. Aber Elektro dann. Ja, okay, Elektro. Hier, schauen Sie doch mal, Fricke. Bissel was ist ja doch geschehen. Die vielen Windräder, die Sie hier sehen, auch die Solaranlagen. Einen kleinen Fortschritt hat es doch gegeben. Ja, auf den ersten Blick, Solms. Aber gucken Sie mal, das Windrad steht. Steht, ja. Ja, und jetzt? Haben zwar Sonne, ein bisschen Solar kommt, okay, gut. Kann man auch noch mehr tun, muss man auch noch mehr tun. Aber wir brauchen... Wind. Ja, und was ist das Problem? Dann brauchen wir wieder unsere konventionellen, dann brauchen wir wieder die in Reserve sind. Wir haben keine Energiespeicherung. Ja, und wir haben keine Leitungen von der Küste zu den Verbrauchsgebieten im Südwesten und Süden. Ja, ich sag mal hier, von hier aus, von Berlin, vielleicht nach Hessen geht ja noch, aber bis zu mir an den Niederrhein, können Sie vergessen. Wie ist denn das bei Ihnen? Freuen sich alle, wenn dann die Leitungen kommen? Nein, überall gibt es Bürgerinitiativen, die verhindern wollen, dass Leitungen in ihrer Nähe gebaut werden. Und wenn dann in der Erde natürlich. Ja. Und dann bräuchte man halt ein Bundesgesetz, mit dem das regelt. Dazu ist die Bundesregierung aber nicht fähig. Sehen Sie, Solms, also wirklich geändert? Grundsätzlich hat sich nichts geändert. Die Bundesregierung ist gelähmt. Sie blockiert sich gegenseitig. Es gibt keinen Fortschritt. Ja, Solms, funktioniert ja noch gar nicht. Hat sich ja nichts getan. Dann ist der Flughafen also immer noch nicht eröffnet. Der hätte doch schon vor 2500 Tagen eröffnet worden sein sollen. Ach ja, Solms, da ist man 4 Jahre weg. Nichts ändert sich. Nichts hat sich geändert. Gar nichts. Dann müssen wir es wieder in die Hand nehmen. Ja, genau. Aber wie? Was machen wir jetzt? Na, jetzt fahren wir mit unserem i3 wieder in die Stadt zurück. Ja, wollen Sie wieder zu dem anderen Flughafen? Nee, zum Bahnhof. Sie mit der Bahn? Ich fahre gerne mit der Bahn. Mensch, dass Sie sich so ändern. Wir ändern uns halt noch. Na gut, auf geht's.